Sehr herzlich zu unserer ersten Nachmittagssession. Ich hoffe, Sie hatten alle ein angenehmes Mittagessen mit viel Networking. Wir haben jetzt drei sehr spannende Beiträge. Unser erster Referent ist Knut Polkén von ATOP. Er ist Partner und Berater und auch Dozent in der Usability-Ausbildung. Und das ATOP-Institut ist ja ein Institut von der Humboldt-Universität. Und ja, eigentlich muss ich Knut auch gar nicht vorstellen. Er ist ja auch fast so eine Art Urgestein im Usability-Bereich. Wir kennen uns schon seit 1998, also schon eine ganze Weile. Und das Thema, was Knut mitbringt, Touch and Travel, das ist auch sehr spannend. Da geht es um öffentliche Verkehrsmittel in Berlin. Also es ist ein Service von der Deutschen Bahn und wie man eben mobil bargeldlos bezahlen kann. Und wir haben ja in der Keynote heute auch schon gehört, in London gibt es ja schon ganz lange die Oyster Card, die ich persönlich auch sehr gerne nutze. Und in Berlin, was mich auch davon abhält, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ist auch das nervige Fahrkartenkaufen. Und ja, es ist, hat sich wohl noch nicht so ganz durchgesetzt, Touch and Travel in Berlin. Und bestimmt wird Knut uns auch viele Gründe berichten, warum das noch nicht so ist. Also er hat das Usability-mäßig unter die Lupe genommen, den Service. Und ja, dann bitte ich Knut ums Wort. Danke. Danke, Sabrina. Ada Adler, bin ich zu hören? Ja, super. Ja, so Usability-mäßig unter die Lupe genommen haben wir es eigentlich gar nicht. Eigentlich reden wir über eine Einzelfallstudie. Igitt, igitt. Ja, wir machen Usability und reden über eine Einzelfallstudie. Knut Polkén, passionierter Autofahrer, ist mit Touch and Travel durch Berlin gereist. Und an dieser Erfahrung möchte ich Sie ein Stück weit mit teilhaben lassen und in dem Kontext ein bisschen ein paar Dinge erzählen, die eigentlich diese Lupe, die man hier ansetzen kann, grundsätzlich bedeuten. Also jetzt müsste sie theoretisch auch einmal kommen. Da ist ja die Lupe. Nein, die Frage ist, was ist die Lupe? Das ist ja viel spannender als nur der Service. Also was ist eigentlich die Lupe? Wir fahren mit der Lupe an und gucken dann auf den Service. Zack. Ja, eigentlich fangen wir doch nicht ganz mit der Lupe an, sondern mit dem, was wir schon im letzten Jahr gemacht haben. Eigentlich mit dem, was ein bisschen langweilig immer aussieht, nämlich ISO-Prozess, menschzentriertes Design, DIN 9241, Teil 210, habe ich in den letzten Jahren auch schon besprochen. Ich will das jetzt ja auch gar nicht groß ausdehnen, sozusagen, außer das einfach in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, Grundansatz, wenn wir diese Lupe in den mit ins Visier nehmen, ist vor allen Dingen das menschzentrierte Design und was macht es aus. Im letzten Jahr haben wir uns da vor allen Dingen um den ersten Aspekt gekümmert, Analyse. Ja, ich habe im letzten Jahr in einem Vortrag erzählt, am Beispiel von Google Plus, warum häufig mit Annahmen gearbeitet wird und was es bedeutet, wenn man ins Feld gucken würde und an der einen oder anderen Stelle da ein Verständnis erwirbt über das Feld, was einem dann in der Konzeption wieder hilft, dann ist es eine sehr gute Sache. Dieser Punkt, der da steht, dass häufig mit Annahmen nur gearbeitet wird über die Benutzer, ist ja nur ein Punkt. Es gibt noch zwei weitere, die dazu führen, dass Lösungen vielleicht nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Der eine Punkt ist, dass häufig überhaupt ohne Nutzungsanforderungen gearbeitet wird. Ja, also wird gesagt, wir wollen irgendwie ein neues Produkt und es hat irgendwie Feature XYZ. Aber was machen wir eigentlich tatsächlich für den Benutzer? An welchen Kriterien muss ich diese Lösung irgendwie stellen? Und wie bewerten wir es? Und das ist sozusagen der dritte Punkt, dass häufig nur summativ bewertet wird. Am Ende der Entwicklung wird nochmal geguckt, wie ist denn das jetzt mit der Usability? Da wird inzwischen auch Geld für ausgegeben, tatsächlich am Ende nochmal zu gucken. Aber sozusagen während der Entwicklung schon mal hinzugucken, das sind Dinge, die ja, vergleichsweise immer noch zu selten in vielen Fällen passieren. So, jetzt mache ich den Kreis ein bisschen größer, um noch etwas in die Mitte zu setzen, weil das mit dem ganzen menschzentrierten Design ist gut und schön, aber was ist eigentlich der Gegenstand, um den da iteriert wird? Eigentlich redet man ja immer über iteratives Vorgehen, aber worum iteriert man eigentlich? Der Gegenstand ist tatsächlich Konzeption, ne? Also es geht irgendwie darum zu gucken, wie kriegen wir eine Lösung hin, die nachher den Anforderungen genügt, die man da bewerten kann. Und diese sogenannte menschzentrierte Konzeptarbeit, wie ich sie jetzt hier mal benennen will, hat einfach verschiedene Bestandteile. Ja, ich zeige die mal, bitte nicht lesen, weil das wäre schon ein Problem hier bei dieser Lösung, beim visuellen Design, wenn es jetzt jeder lesen will, was da draufsteht. Aber
Wir vertiefen das gleich ein bisschen. Also grundsätzlich geht es darum, menschzentriertes Design, ja, heißt vor allen Dingen, wir iterieren mit Anforderungen und Bewertungen gegen Anforderungen durch Konzepte, durch unterschiedlich ausgefeilte Lösungen und wir treffen während der Konzeption ganz viele Entscheidungen. Welche Entscheidungen sind das? Auf der linken Seite sehen wir eine Grafik, die dem einen oder anderen bekannt vorkommt, aber nicht gleich 100% das abbildet, was das Vorbild ist, nämlich Jesse James Jarrett, The Elements of User Experience. Wer das Buch von 2002 sich angeguckt hat, der findet da so ein Diagramm drin, was den Charme hat, dass das ganze Thema Gestaltung von User Experience zerlegt wird, quasi in verschiedene Teilaufgaben, ja, die grundsätzlich zu erledigen sind. Und der Witz ist, dass diese Aufgaben eigentlich immer erledigt werden. Also ob wir jetzt uns besonders Mühe geben oder nicht, ja, auf all diesen Ebenen werden Entscheidungen getroffen. Also es wird darüber entschieden, in welcher Art und Weise der Benutzer in Zukunft mit dem System irgendwie interagieren soll. Das heißt, wenn wir uns jetzt dieses Touch-and-Travel-System davor vorstellen und ich möchte das jetzt das erste Mal benutzen auf meinem Handy, dann hat sich da schon jemand Gedanken darüber gemacht, wie ich es benutzen muss. Das heißt, mit einem spezifizierten Systemverhalten ist schon festgelegt, wie ich mich als Benutzer verhalten muss. Und das heißt, dass eigentlich auf der allerersten Ebene an irgendeiner Stelle eine Entscheidung darüber erfolgt, wie der Benutzer sich in Zukunft verhalten muss. Das nennen wir Nutzungsdesign. Das ist häufig nur implizit. Häufig denkt man nur so darüber nach, wenn man fragt, warum hast denn du jetzt diese Lösung gewählt oder dieses spezifische Konzept geschrieben? Dann sagt uns jemand, naja, weil der Benutzer kann dann besser so und so und so und so. Ah, okay, das ist die Idee davon, wie der Benutzer sich in Zukunft verhalten soll. Menschzentriertes Design sagt, der Mensch soll im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen, wir fangen bei Menschen an. Das heißt, wir überlegen uns erstmal, wie wir ihn optimal unterstützen, wie das Nutzungsdesign ist, um dann zu prüfen, ob wir mit unseren Technologien das auch hinkriegen. Wir kennen viele Projekte, wo es umgekehrt ist. Da sagen wir, was machen wir mit unserer Technologie? Wir haben hier tolle Funktionen, aber irgendwie passt es nicht so bei Menschen. Aber die Dinge hängen miteinander zusammen. Wir müssen, ja, also wir verschieben so einen Regler hin und her, quasi zwischen Design der zukünftigen Nutzung und zwischen Design des Systems dafür. Ja, und wir müssen das irgendwie möglichst gut aushandeln. Darum geht's. Der nächste Schritt, wenn man das gemacht hat, wenn man es denn gemacht hat, implizit ist, wurde es ja gemacht, ist, dass jetzt Funktionen, Anbindungsfunktionalitäten entwickelt werden, die zu dem passen, ja, wie sich der Benutzer da in Zukunft verhalten soll, die eine optimale Unterstützung dieses Verhaltens herstellen. Der Peter Sicking hat vorhin ja das Thema Vision, ne, war wieder Thema, aber da sind wir genau hier beim Nutzungsdesign. Ne? Da geht es darum, wie soll in Zukunft dieses System benutzt werden, wie wird es den Benutzer optimal unterstützen und wir brauchen dazu die passenden Funktionen und Informationen. Das heißt, so ein Touch-and-Travel-Service, da habe ich mir in meiner Naivität, als ich das erste Mal davon gehört habe, verstanden, aha, da gibt es also so einen Service, da kann ich mir eine Fahrkarte kaufen. Und da ich so selten unterwegs bin mit der Bahn, meistens mit dem Auto, ja, habe ich dann sowieso kein Kleingeld, ich kenne nicht die Tarife, irgendwie ist es alles, ich will einfach nur schnell mit dieser Straßenbahn da fahren können, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen. Das ist mein Ziel und ich habe jetzt bestimmte Erwartungen an die Funktionalität und an die Informationen, die mir dann durch dieses System zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel wird es mir auch sagen tatsächlich, wie teuer das Ganze ist und wie weit ich mit der Fahrkarte komme und werde ich da auch sicher bezahlen können, ja, sowas. So, auf der nächsten Ebene werden Entscheidungen darüber getroffen, wie jetzt grundsätzlich eine solche interaktive Anwendung funktioniert. Jetzt gehen wir wirklich ins Interface, ne? Also was sind die Metaphern? Auf welche Art und Weise muss ich mir die Fahrkarte jetzt kaufen mit Hilfe eines bestimmten Systems? Ja, wie wird mir der Service jetzt angeboten über eine Applikation, zum Beispiel eine App im Mobilgerät? Wie ist diese App strukturiert? Was für grundsätzliche Sichten kann ich einnehmen? Gibt es Widgets, die mir an verschiedenen Stellen zur Verfügung gestellt werden? Ja, also was für grundsätzliche Prinzipien unterliegen denn der weiteren Gestaltung dieses Systems, ja, die ich als Benutzer schnell erkennen will, ja, um mir ein Modell davon zu bilden, wie wohl diese Anwendung funktionieren wird.
Auf der nächsten Ebene geht es dann darum, darüber zu entscheiden, wie jetzt ganz konkret das Interface aussieht, wenn es realisiert ist. Also wie sieht jede einzelne Seite in diesem Interface aus? Wie sind Interaktionselemente positioniert? Wie sind sie angeordnet? Wie werden Informationen visualisiert, die eine bestimmte Bedeutung haben? Wie wird dafür gesorgt, dass ich verstehe, was eine bestimmte Information bedeutet als unerfahrener BVG-Nutzer? Ja? Da sind wir sozusagen dann beim Thema Informationsdesign. Und auf der letzten Ebene, die bei Gerrit auch in der neuen Auflage sensorisches Design genannt wird, geht es eben um die Gestaltung für die Wahrnehmung. Ja, da wird eine Aufgabe erledigt, die sagt, sorge dafür bitte, dass der Benutzer tatsächlich die Informationen hier auch wahrnehmen kann, dass er identifiziert, dass ein Button ist, dass Rot-Grün-Blindheit beachtet wird, dass die Abstände, dass das Design, dass das Look and Feel stimmt und so weiter. All diese Dinge werden immer entschieden, egal welches Interface ich mir jetzt anschaue, ja, ich kann mir anschauen, welche Entscheidungen wurden auf diesen Ebenen zu diesen verschiedenen konzeptionellen Aufgaben getroffen. Ja, und das ist sozusagen die erste Botschaft, die ich an dieser Stelle hier mitgeben will. Ja, es geht immer um diese Entscheidungen. Das heißt nicht, dass man, wenn man eine Konzeption macht, alle diese Entscheidungen Schritt für Schritt abhaken muss, zu jedem ein Dokument verfassen muss, dass man das in verschiedenen Rollen machen muss, das ist damit gar nicht gemeint. Ja? Das kann eine Person tun, es kann ein Team von Leuten tun, aber es geht darum, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Und umso expliziter ich diese Entscheidung treffe, umso besser ist nachher mein Konzept. Ja? So, womit kann ich also anfangen? Ich kann damit anfangen, mir das bewusst zu machen und es mal als Lupe zu nehmen, um in einen Service zu schauen. Das ist die grundlegende Idee, die ich jetzt hier sozusagen auch umsetzen möchte. Das heißt, wir gucken jetzt mal in das Touch and Travel System. Das Touch and Travel System stellt mir einen Service zur Verfügung, der ist hier auf der Website so beschrieben. Das ist sozusagen die Website, die dazu gibt. Es gibt auch ein Video, was man sich angucken kann. Im Grunde erklärt es ganz wenig, nämlich man muss sich irgendwie registrieren für einen Service, man muss sich dann anmelden, man muss fahren, man muss sich wieder abmelden und man muss bezahlen. So, manches davon kannte ich schon, wenn ich mir eine Fahrkarte kaufen will, also dass ich irgendwie fahre und dass ich bezahle, ist klar. Aber dass ich mich anmelde und abmelde, das ist mir ein bisschen unklar. Also mir ist noch nicht so richtig klar, was bedeutet das eigentlich, warum muss ich mich abmelden, wenn ich doch eigentlich nur mit der Bahn fahren will und eine Fahrkarte kaufe. Okay, das kann man sich aber näher anschauen. In dem Video sieht man dann, dass das das Prinzip ist. Das Prinzip dieses Services besteht darin, ja, dass man sich anmeldet für eine Fahrt, dann läuft der Zähler sozusagen wie beim Parkticket, ja, und am Ende meldet man sich wieder ab, ja, und dann wird abgerechnet. Wie weit und wie lange bin ich denn jetzt durch die Gegend gefahren? Das Ganze bundesweit mit einem ICE zum Beispiel oder in bestimmten Ballungsräumen auch für den Nahverkehr. Für mich besonders interessant für den Berliner Nahverkehr, für meine gelegentlichen Fahrten, die ich da mache. So, jetzt kommt diese minimale Feldstudie. Ja, also der Service Touch and Travel, eine minimale Feldstudie. Also der meist autofahrende Knut, also ich selbst, möchte den Skater-Marathon besuchen. Also es ist nicht gefaked, ist real. Ja, ich habe diese Fahrt wirklich gemacht. Ja, und ich möchte am Strausberger Platz zuschauen, weil da meine Frau vorbeifährt und mir winken wollte. Um keinen Parkplatz suchen zu müssen, fährt er ausnahmsweise mal öffentlich. Eigentlich müsste ich jetzt immer von mir erzählen, aber das macht man ja nicht. Ja. Ist ja eine Studie, ich muss ja über den Benutzer erzählen. Ja? Okay. So, gut, dass er sich nicht um die Fahrkarte kümmern muss. Ja? Er ist ja seit einem Jahr Touch-and-Travel-Nutzer. Trotzdem relativ unerfahren, weil irgendwie mache ich das so, würde man sagen, fünfmal im Jahr vielleicht, eine Fahrt. Also es, häufige Nutzung sieht anders aus. Meine Ziele sind, oder Knut-Ziele sind, weder Fahrkarte vorher kaufen, noch Kleingeld bereithalten zu müssen. Das, was mich am meisten nervt, wenn ich irgendwo mit der Bahn fahren muss, wenn ich jetzt sozusagen da irgendwie Kleingeld haben muss oder jemand fragen muss, ob der mir noch Geld wechselt oder sowas. Ja? Also ich brauche eine Fahrkarte, will die nicht vorher besorgen und will kein Kleingeld haben. Und ich will schnell und möglichst ohne Aufwand bezahlen. Also es soll alles möglichst einfach sein. Eigentlich will ich ja nur fahren. So wie bisher, wie ich es kenne. Ne? Man kauft eine Fahrkarte oder hat eine, man locht da irgendwie und dann ist man da. Jetzt stehe ich an der Haltestelle zusammen mit meinem Sohn, der mitkommen soll. Und irgendwie kommt mir die Frage, hat er eigentlich seine Monatskarte mit? Der fährt ja viel Bahn, der hat ja eine Monatsmarke. Hat er die eigentlich mit?
Wenn nicht, müsste ich ja selber noch eine zweite Fahrkarte kaufen. Ich könnte ja für ihn auch eine Fahrkarte kaufen. Das ist so eine kurze Idee. Ich kann schon mal vorweg sagen, Gott sei Dank hatte er seine Monatsmarke mit, weil man kann nicht eine zweite Fahrkarte kaufen. Also ich kann nur für mich, also das habe ich jetzt verstanden, die Systemdesigner, da sind wir bei diesem Fundament, was wir eben gesehen haben, die Systemdesigner haben eine Nutzung designt, ne, die sagt, ich kann nur für mich selbst persönlich eine Fahrkarte kaufen für die Zeit, in der ich unterwegs bin. Das ist das Prinzip. Ne? Und nur in die, für diese Situation passt diese Sache auch. So. Jetzt starten wir also, da sieht man den Pfeil, ja, es gibt so ein cleveres Widget, ja, dieses Widget zeigt mir gerade, dass ich derzeit abgemeldet bin, ja, und sagt, okay, dann drücke ich da mal rauf, um jetzt den Service in Anspruch zu nehmen. So, dann erscheint also eine erste Seite, ja, meine Aufgabe besteht ja jetzt darin, diese Fahrkarte zu kaufen, die Straßenbahn kommt auch schon da hinten und ich weiß schon aus meiner Vorerfahrung, dass es ein bisschen Zeit dauert, ja, weil man muss ja den richtigen Ort, man muss sich ja anmelden, am richtigen Ort. So, jetzt schaue ich hier rauf und es beginnt das Ganze mit Fahrtbeginn, erste Klasse, zweite Klasse. Okay, da wurde also eine Entscheidung getroffen, ja, dass es aus irgendeiner Art und Weise wichtig ist, dass wenn ich eine Fahrt beginne, ich darüber entscheide, ob ich erste oder zweite Klasse fahren will. Bin ich allerdings im öffentlichen Nahverkehr, da ist es mit erste und zweite Klasse ein bisschen schwierig, ja. Aber gut, inzwischen habe ich auch gelernt, dass wenn ich da den einen oder den anderen Schalter drücke, auch nicht viel passiert, außer das eine ist hellblau und das andere ist dunkelblau. Da wurde eine Entscheidung getroffen auf der Ebene von Informationsdesign, ja, irgendetwas zu verdeutlichen. Mir ist aber nicht ganz klar, was ist eigentlich ausgewählt. Also, bin ich gerade zweite Klasse unterwegs oder erste? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal zweite, falls ich mit der Bahn fahre, aber das mache ich ja nicht. Gott sei Dank. Gut. Also überspringe ich diesen Punkt und denke, ist vielleicht hier nicht so wichtig. Also geht es darum, die Position zu bestimmen, weil ich soll mich ja anmelden. Und anmelden habe ich schon gelernt auf der Website, weil ich einer von den wenigen bin, die Informationen lesen. Anmelden bedeutet, ich muss erstmal meine Position bestimmen, sagen, wo ich bin, damit dieser Service ja berechnen kann, wo es losgeht. Okay, Position bestimmen. Für Position bestimmen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die mir da angeboten werden, nämlich den Barcode zu scannen, Kontaktpunktnummer einzugeben oder die Position zu bestimmen. Aha, okay. Kontaktpunktnummer eingeben, probiere ich als allererstes. Kontaktpunktnummer eingeben, sagt, ich müsste irgendwie jetzt ja eine Kontaktpunktnummer herkriegen. Also fing ich an, Gott sei Dank, die Straßenbahn war noch die alte Stelle davor, ja, hin und her zu gehen, ja, und zu gucken, wo ist diese Kontaktpunktnummer. Es war keine zu finden, sorry, also wenn irgendjemand Ahnung von dem Service hat, der kann es vielleicht erklären, ich habe an der Straßenbahnhaltestelle jedenfalls keine Kontaktpunktnummer gefunden. Also habe ich gesagt, gut, dann probieren wir es doch mit dem Barcode-Scanner, hoffentlich klappt es auch, weil diese Anzeigeflächen sind ja gewölbt und spiegeln etwas. Ja, und es war mir nicht ganz klar, ob es funktioniert, aber im Gegensatz zu einer Erfahrung von vor einem Jahr, hat es funktioniert, ja, und es erschien dieser Dialog, ja, also nicht ganz, im Hintergrund sieht man, hier gibt es die Auswahl, das werden sozusagen zwei Haltestellen in der Nähe identifiziert, die werden mir angeboten, ich habe auf Prizdabelstraße geklickt, weil das sozusagen die Haltestelle war, an der ich bin, und dann kam als nächstes dieser Dialog, der sagt, kostenpflichtige zweite Klasse Fahrt in Prizdabelstraße beginnen. Jetzt weiß ich übrigens, dass ich zweite Klasse unterwegs bin. Ja, Fahrt beginnen, heißt jetzt also Fahrt beginnen, okay, das mache ich, und jetzt kommt noch ein Dialog. Abmelde-Erinnerung. Oho. Okay, also Nutzungsdesign, ne? Das heißt also, ich muss, um mir eine Fahrkarte zu kaufen, soll der Benutzer sich so verhalten, dass er sich die Position bestimmt an dem Ort, an der er ist, dass er auswählt, ob das auch stimmt, ne? Die richtige Haltestelle sozusagen, und dass er dann eine Erinnerung aktiviert. Eigentlich fand ich es jetzt ganz gut, dass sie aktiviert wurde, weil ich im vorigen Jahr bei zwei meiner Fahrten deutlich mehr Geld bezahlt habe, als notwendig war, weil ich vergessen habe, den Service abzumelden. Ja, also diese Erinnerung ist dafür da, damit die Leute sozusagen nicht vergessen abzumelden, weil sonst nehmen die als Höchstwert ein Tagesticket. Ja, wenn ich also 11 Uhr stundenlang vergessen habe, mich abzumelden, dann irgendwann habe ich dann eben ein Tagesticket. Ja, weil der Service davon ausgeht, dass ich die ganze Zeit durch Berlin fahre. Okay, also deshalb gibt es jetzt diese Erinnerung als neue Funktion, ne, die gab es irgendwie vor einem halben Jahr noch nicht.
So, jetzt ändere ich das, weil mir werden 5 Minuten angeboten auf 1 Stunde 5. Sage ich, mach mal 1 Stunde hoch, weil in 5 Minuten bin ich definitiv nicht da. Ja, da brauche ich noch nicht erinnert werden. Also ich lasse mich mal 1 Stunde erinnern. Speichere das. Ich könnte es auch abbrechen. Was passiert eigentlich bei Abbrechen? Bin ich dann abgemeldet wieder oder werde ich dann nur nicht erinnert? Ja, alles Entscheidungen. Ja. Sehen Sie, wie viele Entscheidungen da getroffen werden. Ja. Konzeption ist ein schwieriges Geschäft. Ja. Ja, und was passiert? Ich lande in einem Dialog, der sagt mir, Fahrt beenden. Anmeldung erfolgt in Prinzenhagelstraße Berlin. Ja, da stehe ich ja immer noch. Da steige ich ja jetzt gleich in die Straßenbahn. Ne? Fahrt beenden. Okay, warum? Weil das Prinzip ist ja, dass man sich abmeldet und das Prinzip, und die Applikation geht jetzt clevererweise schon mal in den Modus, ja, beende die Fahrt wieder. Okay. Gut, was steht da jetzt? 29.09. 14:29 Uhr, ja, zweite Klasse, Bahncard 50, das ist sozusagen die Information, die ich habe. Und jetzt habe ich mal auf Kontrolle geklickt, um zu gucken, was dann passiert. Ja, wenn der Kontrolleur kommt, hat man einen Barcode, das ist sozusagen um eine andere Zielgruppe, die Zielgruppe der Kontrolleure zu unterstützen, damit ihr auch prüfen kann, ob ich tatsächlich eine Fahrkarte habe. Ja, okay. Und ich habe mal auf Status geguckt, da steht drin, Anmeldung erfolgte in Prinzenhagelstraße. Also es gibt ganz viel redundante Informationen, die jetzt immer sagt, wo bin ich eigentlich gestartet. Ja? Diese Informationen finde ich auch jetzt in diesem kleinen Widget wieder, wo auch drin steht, ich bin gerade angemeldet und es war Prinzenhagelstraße und es war 14:29 Uhr. Und wenn ich will, gucke ich auch oben in meine Infoleiste, auch da finde ich, ja, hier, Prinzenhagelstraße, bin ich eingestiegen um 14:29 Uhr. So. Alles Entscheidungen, die getroffen wurden. Also, diese Information scheint wesentlich zu sein für verschiedene Benutzungsschnittstellen, ja, über verschiedene Sichten in die Applikation. Nämlich über ein Widget, über die Infozeile in der Applikation selbst, in einer Statusinformation. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Es ist 15:35 Uhr, wie man da oben sieht. Ja, zack, meldet sich der Erinnerung. Tatsächlich habe ich es vergessen. Hab nicht dran gedacht, bin schon längst da und sage, oh ja, Gott sei Dank, also melden wir jetzt ab, steht da unten auch abmelden, ich beende die Fahrt, wieder, da taucht also sozusagen derselbe Dialog auf, wie ich ihn vorhin schon gesehen habe, wie muss ich jetzt beenden, da habe ich ja gelernt, wahrscheinlich indem ich jetzt erstmal die Position wieder bestimme. Die ganze Zeit, ja, wir reden über 1:05 Uhr, ist dieses ganze Fahrkartenkauf für mich noch überhaupt nicht abgeschlossen. Ja, das hat jemand als Nutzungsdesign gesagt, ja, der Benutzer soll sich so verhalten, dass er die ganze Zeit im Kopf hat, dass er die Fahrkarte ja noch gar nicht gekauft hat, sondern die eigentlich erst dann kauft, wenn er die Fahrt abgeschlossen hat. Okay, also ich wähle jetzt aus, wo ich bin, hier sieht man es nochmal, ja, bin am Strausberger Platz, dann fragt er mich nochmal, ob ich die Fahrt wirklich jetzt beenden will, hier am Strausberger Platz, ich sage, ja, verdammt nochmal, ich will jetzt die Fahrt beenden, jetzt habe ich endlich meine Fahrkarte, es vergeht Zeit, ja, es dauert eine Weile, Abmeldung wird durchgeführt, irgendwie werden Daten ausgetauscht über mobile Services. Es dauert, ich stehe mal noch da, gucke mein Handy an und sage, bin ich jetzt fertig oder nicht? Wie ist es eigentlich? Und kriege einen Status, dass die Abmeldung erfolgt. Es ist alles sehr vorläufig, sie erfolgt. Und wenn ich da unten hingucke, auch steht unverbindlicher Preis 2,40 €. Vielleicht kommt auch was anderes dabei raus. Ich weiß es nicht. Ja. Nutzungsdesign, ne? Ganz viel Nutzungsdesign. Wir sehen hier, ja, diese unterschiedlichen Konzepte. Eben natürlich sehen wir, wie Interaktionselemente hier angeordnet sind. Wir sehen, wie Informationen designt wurden. Ja, aber was ist mit der Nutzung? Ja, oder, ja, heute hat mal Peter mit Service Design, ja, was sind die Funktionalitäten des Services, die zu der Produktvision passen? So, jetzt bin ich wieder abgemeldet, mein Widget geht in den ursprünglichen Zustand zurück und wir haben es, glaube ich, geschafft. So, ja, warum habe ich dieses Beispiel gewählt für diesen Vortrag? Ja, um genau das zu zeigen. Also wir weichen jetzt hier von einem bekannten Schema ab. Was bedeutet es, eine Fahrkarte zu kaufen? Wir wollen etwas erleichtern, wir wollen das jetzt mit unseren neuen Möglichkeiten, ja, unterstützen, dass wir online bezahlen können, ja, dass es einfacher wird, Dinge zu tun. Wir verändern die Nutzung aber so, dass es an anderen Stellen deutlich komplizierter wird. Warum auch immer.
So, ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Jetzt will ich ja auch noch wissen, ob das wirklich alles so geklappt hat. Ne? Das heißt, ich kann in die Website gehen, habe dort auch einen Service, der mir sagt, schau nochmal nach in deinem Account, wenn ich mir das Passwort gemerkt habe, was du für eine Fahrt gemacht hast. Da steht jetzt auch ein realer Preis, nicht mehr angenommen. Irgendwie scheint alles in Ordnung zu sein. Es gibt nur einen ganz interessanten Punkt. Den habe ich jetzt eben, weiß nicht, ob man den noch sieht. Abgemeldet war ich um 15.36 Uhr. Ja? Um 15.36 Uhr. Hinterher stelle ich fest, in der Rechnung, ja, Zeit 15.29 Uhr. Was ist mit diesen 7 Minuten? Also warum bin ich eigentlich vorher angekommen? Also ich habe mich doch erst 15.36 Uhr abgemeldet. Ich hatte es ja auch vergessen. Ich war ja schon weg von der U-Bahn-Station und so weiter. Woher wissen die das? Jetzt wird es auch nochmal interessant. Sie wissen es daher, weil man unterschreibt beim Registrieren, dass ein Lokalisierungsservice zugelassen wird, ja, der die ganze Zeit die Position ermittelt und überprüft, dass man keinen Schindluder mit dem Service irgendwie treibt. Ja, also man kann jetzt viel mehr kontrollieren als vorher bei der Fahrkarte. Ja, es ist nicht nur der Kontrolleur, man wird auch anders überwacht. Und das Ganze kann ich auch nochmal zeigen, indem ich dann vor einem Jahr folgende Situation hatte. Ich bin früh nach Adlershof gefahren, war da im Institut für Psychologie und hinterher wollte ich zum Flughafen Schönefeld. Und dann habe ich diesen Service, weil ich jetzt öffentlich mit meinem Koffer schön unterwegs war, habe ich diesen Service genutzt, bin früh nach Adlershof und bin dann weiter zum Flughafen. Schon wohl wissend, dass immer drin steht, nach Potsdam kommt man, aber irgendwie 10 nicht. Aber ich dachte, das ist doch Flughafen, das ist doch gleich um die Ecke. 20 Minuten Bus. Ja? So. Sehr geehrter Herr Perkin, wir möchten Sie auf die oben genannte Fahrt aufmerksam machen. Auswertung unseres Systems haben ergeben, dass Sie offensichtlich von Walter-Nernst-Straße nach Berlin-Schönefeld Flughafen Tarifgebiet Berlin ABC gefahren sind. Wie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen unter § 7 ersichtlich ist, ist die Nutzung der Fahrzeuge der DB Regio, S-Bahn Berlin, blablabla, derzeit ausschließlich zwischen Berlin AB und Potsdam AB über Berlin-Wannsee möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie für anderweitige Fahrten mit der Touch-and-Travel-Handy-Applikation keine Fahrtberechtigung besitzen und im Falle einer Kontrolle mit einem erhöhten Beförderungsentgelt zu rechnen haben. Wir danken für Ihr Verständnis und so weiter. So. Das ist die Rechnung, ja, also die ich dann tatsächlich bekommen habe. Es ist wirklich nicht drauf, ja. Also 14.11., ja, Walter-Nernst-Straße, bin ich früh hingefahren, 8.37 Uhr da. Und der Rest wurde nicht bei, ich hätte erwischt werden können. Ich hatte kein gültiges Ticket. Ja, also, ja, natürlich steht's im Kleingedruckten. Natürlich weiß man's, ja. Aber es ist ein Problem, es ist eine Hürde, ja, für den Benutzer. Inzwischen wird gerade daran gearbeitet. Ich habe noch eine Mail, die ich jetzt hier nicht auch noch vorlesen will, bekommen. Ende Mai gab es eine Mail von dem Service, wo drin geschrieben würde, ab 2. Juni, wenn dann der Flughafen auf ist. Flughafen? Wenn dann der Flughafen, wird man auch nach C fahren können. Ja? Okay, vollkommen unnötig. Okay. Gut, vorletzte Folie. Ja, jetzt gucken wir also nochmal auf diese Lupe dieser Konzeptebenen. Ja, die ist jetzt sehr hilfreich. Wir haben uns sehr viel mit diesem Fundament, mit dem Nutzungsdesign beschäftigt. Aber sozusagen, wir können auch, ja, auf alle anderen Ebenen gucken. Ich habe so auf kleine Punkte zwischendurch mal hingewiesen. Ja, ist diese Information wirklich verständlich? Sind wir beim Informationsdesign? Ja, sind die Elemente so angeordnet, dass sie meiner Abfolge entsprechen, sind wir beim Interface-Design, ja, welche Metapher wird hier für den Service verwendet und so weiter und so fort. Das kann man benutzen in zwei Richtungen. Das eine ist, um sich bewusster zu machen, worüber man eigentlich entscheidet, wenn man Konzeption macht, und zum zweiten, um Konzepte zu bewerten und sich auch anzugucken, welche Entscheidungen wurden denn hier bei diesem Interface tatsächlich getroffen und passen die denn so zu dem, was hier eigentlich in der Vision oder wo auch immer grundsätzlich intendiert war. So, nun geht es natürlich nicht darum, bei Touch and Travel irgendwie oben raufzuhauen und zu sagen, es ist irgendwie dieser böse Service und die bösen Leute da. Ja? Eigentlich bin ich sehr froh, dass es diesen Service gibt. Ja? Ich weiß, dass es alles Kompromissarbeit ist. Ne? Es sollte immer mit den Menschen anfangen, aber natürlich ist die Frage, was lässt die Technologie zu? Was macht die zweite Lupe? Ja, da. Und natürlich ist die Frage, wie sieht es mit den Geschäftsmodellen aus? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Welche Auflagen hat man denn, wenn man solch einen Service tatsächlich anbietet? Ja? Und Konzeptionsarbeit, ja, da unten steht die Anforderung aller Stakeholder berücksichtigen. Konzeptionsarbeit ist eben Kompromissfindung.
Ja? Und das bedeutet, wir müssen natürlich diese Entscheidung sehr bewusst treffen und wir müssen die Menschen im Mittelpunkt aller Bemühungen stecken, aber wir müssen die Möglichkeit haben, in unseren Prozessen gemeinsam mit dem anderen Stakeholder die Konzepte zu evaluieren, um auch mit dem Finger in die Wunde picken zu können, wenn wir jetzt ein bisschen was Unsinniges machen für die Benutzer aufgrund von Business-Entscheidungen oder Technologie. Häufig findet man dann, wenn man sich's mal bewusst macht, ja auch eine bessere Lösung, die noch einen besseren Kompromiss darstellt. Und darum geht's letztendlich. Soweit von mir zu Touch & Travel unter der Lupe. Wenn Fragen sind, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den sehr anschaulichen Vortrag und für den Selbstversuch. Du bist ja dem Schwarzfahrgeld entronnen. Sehr mutig. Ja, sind Fragen aus dem Publikum für Knut? Ja? Als User Interface Designer, so weil gerade bei so Zahlsachen weiß ich, dass in Deutschland einfach extrem schwierig ist. Das Jurist so bezahlen, ja. Da hängt ja dahinter eine Bezahlung, ne? Geld, Privatkonto, German Angst. Inwieweit ist es eher ein juristisches Problem vielleicht? Ich weiß es nicht, oder ist es wirklich, dass da die Designer geschlafen haben? Es wird ganz viele juristische Probleme geben, Auflagen, ja, technologische Dinge. Es geht nur darum, diese Entscheidung bewusster zu treffen, dann macht man einen besseren Service. Und das kriegt man hin, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also dazu muss man aber auch wissen, was die Bedenken sind, auch was die juristischen Probleme sind. Das muss man erfahren und sich da zusammen hinsetzen. Genau. Weitere Fragen? Ja. Dann holen wir einfach die Zeit auf. Ich hätte auch noch eine Frage nach den Zielgruppen. Was würdest du denn sagen, was so die Zielgruppe ist? Viel wenig Fahrer, Gelegenheitsfahrer, also Familien anscheinend schon mal nicht. Mit den multiplen Tickets klappt ja nicht. Okay, also na, ganz klar bin ich Zielgruppe als seltener Fahrer. Dann wäre ich der Meinung, dass Familien auch Zielgruppe sein sollten. Die wird aber momentan nicht unterstützt. Kontrolleure sind natürlich Zielgruppen. ich glaube natürlich, dass alle, die häufig fahren, ja über andere Modelle versorgt werden. Ne? So, und es wäre dann zu prüfen, sozusagen, ob die über solche Applikationen auch einen Mehrwert irgendwie an irgendeiner Stelle erhalten. Also was ist denn mit der Verlängerung des Monatstickets? Bei uns, die ist, wie heißt das, Post? Dieser kleine Lottoladen, der auch Post macht und auch BVG-Fahrkarten verkauft um die Ecke, der hat 9 bis 17 Uhr auf. Da bin ich nie da, da ist eigentlich keiner da, der da hingehen könnte, außer mein Sohn, wenn er es nicht vergisst. Ja, also wäre vielleicht auch charmant zu sagen, wie kann ich eigentlich so ein Monatsticket auch anders verlängern, außer tatsächlich irgendwie live da so eine Marke irgendwie kaufen zu müssen. Ja, und so. Also da könnte man das ausweiten und darüber nachdenken. Ja, ich denke auch momentan für Vielfahrer ist es nicht so passend, aber für Leute, die ganz selten fahren, lohnt sich dann der Aufwand auch nicht. Also für Mittelvielfahrer oder Mittelwenigfahrer. Da hinten ist auch noch eine Frage. Die Sache ist ganz einfach. Ich würde mir den Service anschauen und sagen, wie ist er jetzt und gut und akzeptiert. Wie ist er jetzt und gut? Ich weiß, es gibt eine 2-Stunden-Fahrt. Auf den Tag macht er damit ja vollkommen durch, weil ich weiß, ich darf 2 Stunden fahren. Ja? Ich würde einfach nur sagen, jetzt möchte ich fahren und für 2 Stunden habe ich jetzt das Recht. Alles gut. Ja, ich könnte auch sagen, ich werde für 2 Stunden mit 2 Personen fahren. Wäre doch gut, dann kann man vorher, wer ist ja eine Person? Ja, hier sitzt er. Ja, so, gut. So, weitere Fragen? Meine Lösung. Ja, dann danke ich Knut sehr für seinen Vortrag und bitte dann die nächste Rednerin Sabine Stößel auf die Bühne.